Wieder soweit. Inas Nacht heute mit dem Diskus-Weitschmeißer und Olympiasieger Robert Harting. Lernender Houseman ist da und seine Mundharmonika. Und ich freue mich über noch mehr Musik mit Emma Six und Mehama Rockmusi aus Oberbayern, die Shenanigans. Sehr schwer auszusprechen, aber tolle Musik. Viel Spaß. Du ziehst dich aber schnell aus. Ja, gut, ist auch ein bisschen warm. Ist dir jetzt schon warm? Ja, ja. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, wie sich ein Mann fühlt, wenn er. Ja, das ist schon ganz schön. Beeindruckt doch, man will es nicht, aber es beeindruckt doch. Du hast gesagt, zu jedem guten Sportler gehört ein gutes Nachtleben. Das ist richtig. Wollen wir es heute mal gucken? Ja, klar, gerne. Ja, komm! Geht? Ja, geht schon. Bist du klein? Wir müssen vielleicht mal ganz kurz sagen, ich weiß, dass dich alle kennen und dass du ganz berühmt bist und alles. So. Doch, man, nee. Jungs, ne? Wer Olympia kommt, weiß schon Bescheid. Aber es ist natürlich diese Sportart Diskus werfen, ist natürlich gar nicht so, wie soll ich sagen? Ist kompliziert. Ja. Und auch nicht so populär. Nee. Das ist das, was ich sagen wollte. Ach, das wollte ich sagen. Das ist für Männer und das ist für Frauen, ne? Das Blau ist schöner, ne? Das Blau ist meine Lieblingsfarbe. Aber die ist ja echt, das ist ja echt diskriminierend ein bisschen, kann das sein? Warum? Weil die so klein ist. 1 Kilo und deine 2 Kilo. Ja, nee, das ist ja dadurch gedacht, dass Frauen und Männer das gleiche Ergebnis erzielen. Ach, aber ihr kämpft ja nicht gegen Frauen. Nein, natürlich nicht. Sondern alle sollen versuchen, 68,28 Meter zu... Genau, so ungefähr. Oder Kilometer. Na weiter, nee, Meter. Wäre Kilometer das Ziel? Nee, das ist menschenunmöglich. Bei dir bin ich mir nicht sicher, weil du so einen Ehrgeiz hast. Ich habe uns was ganz, ganz Schönes besorgt. Und weißt du wo? Nee. In Südafrika. Ich habe es schon als Dose in den Kühlschrank gestellt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wir nehmen die einfach so. Einfach Dosen rübergeben und fertig. Oh nein! Danke. Das ist ja! Wie findest du das? Erstmal den Elektrolythaushalt auffüllen. Wo hast du die hergekriegt? Die gibt's hier nicht. Ja, ja, ja. Das ist natürlich das Betriebsgeheimnis. Ach Quatsch. Jetzt bin ich natürlich total gespannt, ob ich das eklig finde oder ganz gut. Prost. Das gibt's. Prost, Jungs! Hier weiter trinken. Ja. Und aber ein Rum, Cola Rum, wenn es so seemännisch ist. Ja, auch ein Cola Rum. Oh ja. Ah, das läuft, oder? Wir nehmen 2 Cola Rum und für mich bitte die Frauendosis, Frau Müller, sonst kriege ich die Sendung nicht mehr hin. Ich glaube, ich habe noch nie Cola Rum getrunken. Ich kenne Cola Whisky, Cola Rum nicht so. Robert, ich habe Fragen über Fragen. Echt so viele? Weil ich mich natürlich jetzt erst mit deiner Sportart beschäftigt habe. Du hast ja damals gewohnt in Cottbus. Richtig. Und deine Eltern waren sehr arm. Und ihr habt in einer ganz kleinen Wohnung gelebt. Und das Problem war, du warst als Baby auch schon so groß. Und deine Beine... Aber was? Sehr groß, hast du gesagt. Deine Beine...
deine Beine haben schon, weil die so lang waren, über dem Kinderwagen weggehangen. Ja, so also etwa. Deine Mutter musste beim Schieben immer gucken, dass die Füße nicht rechts und links schleifen. Sie hätte eine Schubkarre nehmen können. Ja, hat sie wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber das Interessante an der ganzen Sache ist ja immer eigentlich dieses Stereo-Füttern. Ne? Die Kinder werden heutzutage mit einem Löffelchen gefüttert und Papa und Mama, weil das Schlucken schneller ging als das Tunken in den Brei. Du warst so hungrig, weißt du, was Popeye? Ja, so in etwa, genau. Und dann war Stereo füttern. Also. Haben die nicht von beiden Seiten gefüttert, weil du so geschlungen hast? Richtig, genau. Ist dein Vater und deine Mutter, es ist ja auch so lustig, du bist ja Diskuswerfer und die waren ja Kugelstoßer. Du bist super informiert. Ja, ich weiß alles. Und das Lustige ist, warum bist du nicht auch Kugelstoßer geworden, also wenn schon Papa und Mama Kugelstoßer waren? Ja, das liegt nahe, ne? Aber meine Stärken lagen einfach darin. Also grundsätzlich macht man ja als Leichtathlet erstmal alles, Mehrkampf. Mhm. Und dann versucht man sich in den Stärken so zu spezialisieren. Und bei mir war das eben alles, was wegzuschmeißen gilt. Also Kugelstoßen, Diskuswerfen, Speerwerfen, Hammerwerfen. Das ging besser als Fäuste werfen. Ja, richtig. Aber du wolltest ja und eigentlich... springen vor allem. Ich bin der Stabhochsprung, wenn du jetzt siehst. Ja, das wäre ja nicht gut für dich. Der Weltmeister, ne? Fast 6 Meter. Ich bin 3,10 Meter gesprungen, weil ich zu dick war. Okay, ja, aber das kriegt man ja auch alles gar nicht so mal eben easy in die Luft. Ich finde das ja ganz lustig, diese Sportart. Das heißt, du bist da doch ein bisschen, kann man sagen, hängen geblieben eigentlich. Also, weil wenn du denn gewonnen hast, dann reißt du dir das Trikot auf und dann läufst du über die ganzen Hürden. Das heißt, du willst den Leuten ja auch ein bisschen zeigen, ihr könnt das auch. Ihr könnt doch über Hürden laufen. Ja, nee, könnte ich laufen, nicht. Wie auch immer. Das habe ich. Du Berlinerst gar nicht, ne? Nee, obwohl du da wohnst. Nicht so viel, nicht so viel. Du sprichst sehr gutes Hochdeutsch. Danke. Ich habe gedacht, du sprichst ein bisschen Axel Schulziger. Nee, also ich habe, das werden wir nachher merken, und je mehr Rum-Cola wir beide trinken, genau, also beide war der Hinweis, dann wird der Kiefer immer schwerer und es nuschelt sich so zusammen und dann gehört man auch so in die Berlin-Ecke. Man versteht das nicht, weil so schnell und so undeutlich. Nein, du sprichst sehr deutlich, finde ich. Noch. Du bist. Wenn du so Diskuswerfer bist, was verdient man denn da? Man verdient? Naja, so ungefähr. Oder von wem? Wer gibt dir eigentlich Geld? Ja, also man lebt von, Platzierungsgeldern. Das heißt, wenn du Olympiasieger wärst, wie oft muss man Olympiasieger werden, um ausgesorgt zu haben? Naja, so oft kannst du nicht teilnehmen. Das ist doch unheimlich deprimierend, weil wie oft wird man im Leben schon Olympiasieger? Nee, ich bin Zeitsoldat, da habe ich meinen Grundgehalt, ja, ach so. Der Sportfördergruppe. Aber da ist man ja aufgehoben, krankenversichert. Genau, das ist echt cool. Das ist wirklich gut. Und ohne die gäbe es auch den Spitzensport ja nicht. Und wenn du aufhörst, machst du denn auch Polizei oder so? Nee, dann müsste man bei der Polizei sein. Und hast du denn einen Plan? Plan ist scheiße eigentlich. Nee, ich studiere gerade auch, ja. Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Du bist an der UdK in Berlin. Richtig. Und du malst. Ich habe ein Hobby, das befasst sich mit Kunst allgemein, nicht nur malen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie du mit deinen Armen und mit deinem sportlichen Körper vor so einer Leinwand stehst und Action-Painting machst. Ja, mein Pinsel ist so groß. Naja, er ist... Und Farbe von der Farbe. Aber das stimmt, dass du abstrakt malst, ne? Ja, genau. Richtig. Könntest du auch so wie Rembrandt malen? Dass so ein paar Leute am Tisch sitzen und Obst auf dem Tisch steht und so? Nee. Ich mag generell Bilder, die eine eindeutige Aussage haben, gar nicht. Okay. Weil da hängt Montag der Obstbaum an der Wand und Dienstag und Mittwoch immer noch und das war's dann. Ich mag ja diese Obstbilder. Echt? Ne? Ich nicht. Manchmal frage ich mich, warum, aber ich stehe, wenn manchmal gehe ich da so ins Museum. Ja, die von Van Gogh und so mache ich dann schon. Das ist hart, diese Vase mit. Ja gut, das sind natürlich etablierte Künstler. Vielleicht deswegen, weil man mit diesen Motiven aufgewachsen ist. Ja, nee, also ich generell gar nicht. Und das ist auch das Streitbare an der Kunst. Ne? Das ist ja, der eine mag es, der andere nicht. Und wie bist du drauf gekommen? Weil das ist ja doch ein bisschen untypisch. Ja? Nee, warum ist es untypisch? Weil dein Körper nicht nach Kunst aussieht, sondern nach Sport. Also der sieht aus, als müsste der morgen schon aufstehen und sagen, Spinat. Spinat? Ich stehe auf und schmiede erstmal Schwerter. Ja. Sowas eher. Dann völlig dreckig. Dass du so verzierte Tore aus Gusseisen, genau. Hätte ich jetzt gedacht. Lass mir meine Voreingenommenheit. Kann ich gerne tun. Muss man ja sagen dürfen. Ja, so richtig. Du sagst ja, du bist nicht nur Olympiasieger im Diskuswerfen, sondern auch Olympiasieger der Schmerzen. Weil du so viel... Das sage ich ja nicht von weil mir. Weil immer irgendwas ist. Ich sag das. Er muss dann das. Das Problem ist, es gibt Schmerzen, die sich durch Training, durch Hochleistungssport nun mal ergeben. Das ist ein enormer Verschleiß.
Und das heilt auch nicht. Es heilt nur, wenn man erstmal sportlich aufhört. Mhm. Also es gibt Verletzungen. Genau, weil sonst kann man keine Wettkämpfe machen. Aber du hast ja manchmal einen Wettkampf gemacht, da war ja die Entzündung und der Schmerz so groß, dass du gesagt hast, es wäre vergleichbar mit auf eine heiße Herdplatte greifen. Da würde man als Reflex ja auch sofort Hand wegnehmen. Richtig. Du müsstest eigentlich aus Reflex auch sagen, ich bleibe im Bett. Standst aber da, wusstest, der Schmerz kommt und deine Aufgabe war, den auszuhalten, während du ein Turnier geworfen hast. Hut ab. Ja, danke. Das könnte mir, glaube ich, keiner bezahlen. Ja, weiß ich ja, was, das ist dein Ehrgeiz. Ja, das mir ist würde Ehrgeiz Ehrgeiz fehlen, deswegen ja, könnte ich auch nicht bei Olympia teilnehmen. Geht um die Sache. Ach, das schafft man schon. Und hast du denn nicht Angst, weil zu viel Diclofenac, dass irgendwann auch noch die Nieren dann versagen? Die oder Leber ist oder es so? Ja. Und dann? Ja. Deswegen bin ich vom Bier auch weg. Weißt du? Ich hab den rum, dann geht's schneller. Ich hab ehrlich gesagt, ich hab immer ein bisschen gedacht, dass ein Bier eher nur durchspült. Auch ehrlich. Deine Freundin ist ja so groß wie du, Julia, ne? Nee, die ist kleiner. Ein Zentimeter? Nee. Zehn fast. 10 Zentimeter, also 1,90. Ja, genau. 1,92 ist er. 9. So große Männer wie du stehen ja ganz oft auf so ganz kleine, so wie ja? Klitschko, der hat doch so ein Standgebläse quasi. Der hat uns doch halb. Entschuldigung, das war gerade frauendiskriminierend. Ich nehme das natürlich zurück. Romula, kann ich meinen Cola Rum zurückgeben? Und noch einen Moment bei Spalletta bleiben. Also wenn ihr zwei irgendwo ins Restaurant kommt, ist schon beeindruckend, oder? Ja, aber wir sind ganz normale Menschen. Wir brauchen auch nur einen Stuhl, einen Bestecksatz, einen Teller. Also es ist letzten Endes. Und das, aber jetzt sage ich das Lustigste. Julia ist auch Diskuswerferin. Richtig, genau. Aber dafür können wir jetzt erstmal nichts. Und wenn ihr jetzt. Nee, das ist wahrscheinlich eher gut, oder? Das weil dann müsst ihr ja beide kein Bier trinken, beide Sport machen, beide ausschlafen, beide euch aufregen über den. Nicht? Nee. Schläfst du nicht aus? Nee. Man muss ausschlafen, wenn man Leistung bringen will. Ja, das ist aber heutzutage, das ist ja nur mit Diskuswerfen, haben wir eingangs auch geklärt, ist das Geldverdienen nicht gemacht. Ne? Du musst ja auch vorbereiten. Das heißt, hast die Medientermine, ich komme zu Ina, ich gehe zur Uni, ich muss zwischen den Trainingseinheiten diverse Sachen machen, ein Büro, man ist ja selbstständig, man hat eine Umsatzsteuernummer und alles und Keks. Das heißt, du hast sehr viel zu tun. Stimmt es, dass du Stützstrümpfe trägst? Ja, manchmal, also im Sommer. Guck mal, Jungs, ihr seid nicht alleine auf der Welt. Selbst die jungen Olympiasieger. Habt ihr auch karierte Muster? Ja, auf den Beinen. Und du trägst die um? Ich habe eine Venenklappenschwäche. Und dadurch, wenn man jetzt beim Diskuswerfen das linke Bein setzt, wird das Blut ja akut ins Bein geschossen und die Venenklappen müssen das in den Venen ja irgendwie zurückhalten. Und das Blut hat aber so einen Druck, dass die Venenklappe ja geschwächt wird. Dann kommt das nicht mehr zurück. Voll gefährlich. Ja, es ist gefährlich. Das ist halt doof auch. Und woher kommt die Schwäche? Jetzt sag ich Voltaren. Genetisch. Meine Mama hat sowas gehabt. Ja, das ist halt so schwaches Bindegewebe und so Sachen sind das eben. Okay. Ja. Wollen wir nicht mal ein bisschen gucken, wie so Diskus. Wenn ihr Fragen habt, ne? Dann würdet ihr bitte alles, was ich mich nicht getraut habe zu fragen, auf Bierdeckelchen schreiben. Die liegen vor euch. Stifte sind auch da. Wir gehen mal davon hin. Das Lustige ist ja, ich habe uns, guck mal. Ui. Oh Mann, das ist einmal Robert. Hier einmal, Nee, Müller. Bert und Harting. Müller so. So. Und dann hast du dann, ich meine, und dann stimmt es, dass du Schuhgröße 50 hast? Ja. Ich auch. Aber weißt du, ich lasse meine Schuhe an, weil. Ja, ja, die wollte ich ja nur anziehen. Ach so, okay, gut. Ach, du bist aber ich würde sie dir danach schenken. Echt? Das? Das ist natürlich echt Wahnsinn. Wahnsinn. Stimmt das? Bei dir sieht das gar nicht groß aus, weil du bist aber auch, oh mein Gott. So, guck mal, deiner kleines Hopp. Mein, und jetzt müssen wir das mal einmal erklären. Also, man hat so eine Füße, ne? Ja. Die Füße stehen so. Richtig, die kannst du ein bisschen herkommen. Meine Armspannweite, da sind die Fingerkuppen am Diskus. Richtig. Ich hätte sehr kleine Hände dafür, das merke ich gerade. Das ist aber normal. Der Handteller müsste.
Meine Hände sind nicht keine Diskuswerferhände. Deine Freundin ist 1,90, die hat doch größere Hände als du. Ja, aber so. Die Vize-Weltmeisterin ist genauso groß wie du. Ach. So. Ich könnte also noch... Aber es ist bei Frauen gibt es andere Gesetze. Also die, der ist wirklich, den 1-Kilo-Diskus kann man mit Power und sowas werfen. Also, der 2-Kilo-Diskus braucht Technik. Ich mache meine Armspannung. Richtig. Jetzt fangen wir mit dem linken Bein an zu drehen. Ja, weiter, genau. Jetzt drehen wir uns auf. Auf dem Bein, herum, ja, und das dann rechte ziehst, Bein. Den lässt du aber eigentlich weit, ne? Ja, genau. Das rechte Bein muss jetzt hierher. Ja, gut. Bleiben. Und jetzt? Jetzt das linke Bein ganz doll sitzen. Auf den Boden hauen mit Schuh. Aber da drüben hin. Aber ich muss doch... Ja, da drüben hin. Das linke Bein da drüben hin. Ach so, ich verstehe. Ja, genau. Genau so. Und dann bloß... 77,2. Ach so. Ist das wichtig? Natürlich gar nicht wie eine Torte aus die Hand gelenkt, sondern dann muss man den natürlich noch drehen und dann wirfst du ja so. Ne? Genau, der rollt über den Zeigefinger hier ab. Ja, die meisten denken, man wirft den hier hinten so. Natürlich, raus, ich habe gedacht so. Ja, nee. Ja, das ist, ja, machst du Diskus? Ja. So, der, ja. Das ist der Standardsatz. Ne? Wenn du dann gewonnen hast, dann sagst du ja, 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 yippie, yeah. Und dann hast du immer komischerweise sofort eine Deutschlandfahne parat. Wo ist die immer? Hast du die schon prophylaktisch irgendwie? Nein, die wird dann zugeworfen. Irgendjemand gibt sie dir? Irgendjemand. Und dann auch nimmst Fans, du die. Normal, ja. Vorher kommt aber noch dieses, machst du das Trikot kaputt. Richtig, ne? Genau. Darf ich das mal probieren? Ja, mach mal. Ich hab gewonnen! Ja! Schneidest du da vorher schon ein bisschen was rein? Hat einer eine Schere? Nee, kannst du mir das aufreißen? Mach erst mal deins. Könntest du deins aufreißen? Kann man das auch aufreißen, wenn man nicht gewonnen hat? Na klar kann man das aufreißen. Toll. Oh! Das ist sexy! Und wer, wo lässt du die, wenn du zum Beispiel Olympia gewonnen hast? Beeindruckend, die ne? Hängen hinter so einer, wie sagen wir, Plexiglas, so wie... Nee, jetzt ehrlich, die würden nicht ins Publikum geschmissen. Nein, die heben, ich muss ja irgendwas, muss ja behalten. Darf ich das behalten? Ja, wenn du magst. Und einfach behaupten, das wäre dein Olympia-Shirt, was du... Aber jetzt musst du meins auch noch aufreißen. Meinst du, das geht aus der Richtung? Na klar, ich probier's einfach, wenn nicht, aber nur das erste, ne? Das irritiert vielleicht. Ich probier's nochmal, okay? Eigentlich gucke ich nur einen Ausschnitt die ganze Zeit. Es geht nicht. Nicht! Du hast wahrscheinlich... Ich schaff's auch nicht. Frau Müller, hast du eine Schere? Vielleicht schauen wir sie jetzt. Kann schon mal üben fürs Alter. So, und jetzt? Ja, jetzt müsstest du eigentlich... Nehme ich dir die Schere ab, Tupfer? Nochmal, ja? Ah, ja! So fühlt es sich also an. Komm, wir trinken weiter. Ja. La 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 la. Ach, guck mal. Und so Armbänder wäre nicht gut dabei, ne? Nee, das ist ja beim Sport, lernt man ja auch immer, ne? Abkleben, Ohrringe und Haarspänchen raus. Und echt? Haarspänkchen? Haarspänkchen. Ich hab jetzt kein... Ja, das glaube ich, aber eine Grundschule, ne? Ach. Fast! Im Olympiadorf, ne? Wie ist es da so? Ist man da nicht, macht dann das nicht total kirre, wenn da den ganzen Tag so Tausende von schönsten Körpern um einen rumhängen? Ja, aber man ist ja jetzt auch nicht da, um dann zu gucken, wie die anderen Menschen aussehen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Das sieht man ja schon und ihr feiert doch da auch, oder nicht? Ja, der Sportler, das ist ja eine Suppe eigentlich, leistungsmäßig ganz oben und feiern genau das Gleiche. Also man muss sich auch so ein bisschen Luft wieder verschaffen im Kopf. Es ist nicht alles nur mit zum Training gehen und dann warten, bis die Leistung kommt. Das ist, man ist so 14 Stunden am Tag dabei. Ist das auch, stimmt es, dass da Kondome umsonst angeboten werden im Olympiadorf? Das war ja 2004 in Athen, extrem anscheinend. Ja, da waren die alle am letzten Abend. Das sind ja so 2.000, 3.000 Stück. Und dann war der große Aufstand, oder was? 2.000, 3.000 Stück sind das schon. Ja, weiß ich was. Ich war in Athen nicht dabei, ich hab's nur gehört. Achso, aber du hast es ja aus erster Hand wahrscheinlich. Nee, ich war nicht dabei, ich hab's nur gehört. Gibt's denn Olympiadorf-Babys? Ja, die gibt's bestimmt. Wahrscheinlich. Ich glaube, wir können zu dem Bierdeckelchen rübergehen, aber vorher wollen wir natürlich noch Musik hören.
Dann bleibst du noch kurzer sitzen, weil heute trage ich ein sehr kurzes Röckchen. Und da meine Shanty-Jungs motiviert werden müssen, weil zu Hause ja alles verstaubt ist und nichts mehr läuft, muss die Frau Müller bei jeder Sendung ja, ein bisschen was zeigen. Ein bisschen was zeigen. Wichtig ist, die Beine über Kreuz und zusammen. Mhm. Sonst sind schon mal ein paar umgefallen. Das ist immer gefährlich. Dann natürlich mit Schwung. Und dann. Jetzt darf ich, aber ich muss hier nicht umschwingen. Ich komme die Frage durch. Ist, ob du nicht Lust hast, einfach zu sagen, du setzt dich hier mit dem Hintern rauf, dir nimmt keiner deine Spalletta weg, keine das Angst. Ist gut, das ist da gut. So rauf und dann Beine, auch das Gebein rüber, das geht, ne? Ja, nicht so sexy, aber ich kann ja den Auftritt nicht wegnehmen. Weißt du, was so toll wäre, wenn ich deine Freundin wäre, ne? Ich würde immer aussehen wie ein kleines, schlankes Rehlein. Das muss so toll sein. Du bist ja jetzt nicht dick, du bist ja so auch schon schlank. Du weißt, was ich meine. Ach so. Hörst du eigentlich Musik? Ja, aber ich habe einfach keine Richtung. Ich höre mir einfach an, was gut ist. Toll. Und ist da irgendwas so, wo du sagst, meistens hört man ja Sachen und weiß gar nicht, wie die Band heißt, ne? Ja, das gibt's auch manchmal. Ich hatte das schon mal vor 2 Jahren mit einer Band und die fand ich da schon ganz toll. Und dann hat es aber irgendwie mit dem Einladen nicht gepasst und jetzt haben sie ein neues Album gemacht. Mhm. Und dieses Album habe ich gehört und bin ausgeflippt, weil da sind ganz, ganz viele tolle Lieder drauf. Und ich konnte mich jetzt gar nicht entscheiden. Und deswegen erstmal begrüßt mit mir Emma Six! Yeah. Peter. Das Album heißt, das neue? Das heißt Passen. Passen, der Song ist auch ganz toll. Der gefällt mir genauso gut wie der Song, den wir gleich singen. Und deswegen freue ich mich, ist ein ganz trauriges, ganz schönes Lied. Solltest du deiner Freundin schenken? Ich bin schon gespannt. Ja, genau. Ich freue mich. Ich rufe jetzt nicht laut Emma Six, weil das es würde der Stimmung nicht zuträglich sein. Emma Six. Wärst du die Welt, dann würde ich wieder schlafen und wieder durch die Straßen gehen. Ich würde, wo es still ist, vor Mauern und Plakaten stehen, mehr als leere Bilder sehen und nicht mehr nur warten. Wärst du die Welt, damit könnte ich leben. Als einer von Milliarden, die Welt kann man nicht haben. Wärst du die Welt, dann würde ich verstehen, warum du mich nicht siehst, wenn wir uns sehen. Nicht siehst, wenn wir uns sehen.
Bierdeckelchen. Du bist ja erst 28, ne? Mhm. Das ist ja echt jung. Danke, ja. Fühl mich nicht so. Dein Bruder ist ja auch so groß, der ist sogar noch größer. Der ist größer, 2,5 Meter ist der. Ja. Und der ist auch Diskuswerfer. Das ist auch Diskuswerfer. Und deine Freundin ist auch Diskuswerferin. Und wenn ihr Curious. Weihnachten feiert, ist ja, da die Bude, da geht's aber ab. Ja, genau, wir beschenken uns nur mit neuen Disken und Schuhen. Wollte ich sagen, schenkt ihr euch dann so mit so kleinen Mustern drauf, so ja, genau. Disken? Richtig. Ja, wenn wir uns begrüßen, dann drehen wir uns auch immer so. Deine Mama und dein Papa können ja noch ihre Kugelstoßerfahrungen dazu bringen. Das ist dann ein riesen Schattenkabinett. Man sieht dann nur noch die Schatten, wie irgendwelche rumtappeln. Das heißt, ihr tanzt dann die Weihnachtslieder. Ja, genau, quasi. So richtig. Ja. Habt ihr denn, der ist ja auch so groß, habt ihr denn früher vielleicht so viel Kunstdünger oder so gehabt? Wer weiß, oder ist denn dein Vater auch so groß? Oder Mutter und Vater so groß? Ja, Papa 2 Meter, Mama 1,82. Das kommt ja, schon hin. Ja, dann kommt das schon hin. Und dann dazu noch Kunstdünger und dann ist es halt soweit. Ist dir bei einem Wettkampf schon mal die Hose geplatzt? Das ist diesen Sommer erst in Südafrika passiert. Aber hat man unter dieser Hose dann noch eine Hose? Manchmal. Sag. Diesmal damals nicht. Und oh, das war ja voll peinlich dann. Das ist richtig, ja. Zumal gerade zwei Mädels zu mir kommen wollten und sich ein Autogramm holen wollten. Die wurden dann mal, oh, komm mal her. Von der Trainerin. Die durften dann nicht schnell hin. Ich hab alles auch schnell. Und war das das typische Bild mit so Hände davor und doof gehen? Na, doof gehen nicht, aber Hände davor schon. Okay. Wie weit kannst du eine Frau werfen? Ich hab's noch nicht probiert und ich werde es auch nicht tun. Glaubst du, du könntest Klitschko umhauen? Also rein boxerisch natürlich nicht. Aber mir stehen ja die Mittel des Überraschungsangriffs zur Verfügung. Und ich habe es leider noch nicht probiert. Müssen aber wir mal machen. Du könntest doch jetzt mit 28 auf Boxen eigentlich auch noch umsatteln. Ja, fürs Schwergewicht, ich weiß nicht, ob das sogar geht. Aber das Problem ist ja die Reflexe. Ja, man hat ja immer noch diese Reflexe und die kriegt man nicht weg. Und die Boxer haben das ja abgelernt. Das ist wie mit der Herdplatte. Hast du Klitschko mal getroffen? Ja. Und hat er gesagt, wer bist du denn? Nee, der hat sich mit David Coulthard die ganze Zeit über Steuern unterhalten. Das hab ich mir gedacht. So, und auf jeden Fall, ist wirklich, aber cooler Typ, ist trotzdem Sportler noch. Ne? Haben Leute manchmal Angst vor dir? Ja, leider. Auch Männer? Ja, auch manchmal. Die Jungs nicht. Nein, die sind ja auch lieb. Aber wenn so einer käme und würde deine Freundin so anbaggern, bist du eifersüchtig? Ja, bei sowas schon. Oh Gott. Naja, das ist ja offensichtlich nur, oder, dass wir zusammengehören sind. Ja, aber das ja, wird ja auch keiner machen, wenn du daneben sitzt. Ja, du, das gibt viele Menschen, total. Dir fällt immer was ein. Kam das schon vor? Gerade in letzter Zeit nicht. Um das diplomatisch auszudrücken. Weil die ist ja sehr hübsch. Ich habe mir Bilder angeguckt, natürlich, um zu gucken. Nee, aber könnte ich mithalten? Kann ich nicht. Sie ist einfach 20 Jahre jünger und wirklich sehr hübsch. Wie schwer ist es für dich, Klamotten zu kaufen? Ein paar habe ich ja an. Also, schon ein bisschen drüber gesprochen. Das ging so, ne? Ja. Dein Körper, wie oft hast du es erlebt, dass Frauen dich nur wegen deinem Körper wollen? Ich muss mal so fragen. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich fragte da nicht nach. Fandst du mich cool oder mein Körper? Das will ich ja nicht wissen. Das will ich ja nicht wissen. Oder dein Mann Erfolg. Will so. Eigene Erfahrung mit 2 Meter Männern. Gott sei Dank ist nicht immer alles proportional zum Körper, oder? Eigene Erfahrung, was steht da? Stell dir mal vor, an den Füßen eines Mannes erkennt man die Länge des Johannes. Ja. Dann wärst du ganz vorne, glaube ich. Dann hätte ich wirklich keine Hosen zu kaufen. Nee. Wie bekämpfst du deine Nervosität vor dem Wettkampf? Gar nicht. Also ich bin einer, der sagt, Nervosität muss da sein, weil letztes Jahr Adrenalin frei und das macht mich auch leistungsfähiger. Hier steht, kannst du Detlef grüßen, der ist dann überglücklich. Ich, oder was? Schönen Gruß an Detlef. Naja, Dedi, gegrüßt. Würdest du für uns bitte das... das Shirt verzeihen wir jetzt nicht, ne? Obwohl... Ja, nee, ich habe ja nur das mit. Ich hätte noch eins oben.
Eins in der Größe, dann gehe ich ja bauchfrei. Ich fühle mich gerade ganz schlecht, wenn ich das sage, aber ich würde diesen Oberkörper, wir kennen ihn ja aus dem Fernsehen. Ja, auch, ist auch langweilig. Du zeigst ihn auch ganz gerne, ne? Das bin jetzt nicht ich, das ist jetzt nicht. Aber nein, Mädels, man muss sagen, wir sind hier nicht bei den Chippendales. Deswegen machen wir das jetzt nicht, ne? Ja. Kann er der nächste Gast machen? Was machen? Kann er der nächste Gast machen? Ja, der kann sein T-Shirt, das gucken wir mal. Dann holen wir ihn doch mal rein. Der ist doch doof. Dann holen wir ihn mal rein. Jungs, seid ihr soweit? Unser nächster Gast. Ja, ich höre ihn da schon. Ein Junge mit einer Mundharmonika zwischen Drogen und NVA. Ein Film- und Regiestar. Und dieser Junge war mit den Tönen grad nicht klar. Oder ich, jetzt ist er hier in meiner Bar mit seiner Mundharmonika. Begrüß mit mir Leander Hausmann. Ja. Ist es nicht total schwer, wenn man da so ein dickes Mikro hat und dann noch so machen muss? Ja, total. Ja, du kommst mit mir mit und würdest du dich dann bitte, Robert, hier außen hinsetzen und dann könnten wir den Herrn Hausmann etwas in die Mangel nehmen. Ich freue mich nur aufs Bier, ich kann mal warten. Ja, das ist toll. Guck mal, Spalletta ist nicht so lecker, kann ich dir nur schon mal sagen. Du hast gesagt, dass Bier, Butterblumen und Marlboro das Schönste im Leben sind. Butterblumen? Hast du gesagt. Ich habe jetzt alle Interviews gelesen, ja. So wie von Robert. Stimmt nicht? Butterblumen, also Bier, ja. Und was das andere? Butterblumen und Marlboro. Ich rauche eigentlich nicht. Aber eigentlich ist es so wie bei mir, ne? Ja, also die Holländischen. Ach so. Die von anderen. Mhm. Ja. Du hast jetzt ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Bu und Bu. Kommt doch von Publikum mag die Inszenierung nicht. Ruf Bu. Warum nicht Bravo? Man könnte jetzt über Bu einen ganz großen Vortrag halten. Natürlich geht es bei Bu nicht um Misserfolg, ganz im Gegenteil. Also das Publikum irrt sich ja auch manchmal. Das muss man nur wissen. Deswegen ist das Bu eine sehr emotionale Äußerung für etwas, was irgendwie entweder furchtbar schiefgegangen ist oder vielleicht der Zeit voraus war. Das weiß man nicht. Das kann man in dem Moment leider nicht beurteilen. Wenn man dann aber wochenlang, manchmal monatelang, mit den Top-Schauspielern an einem Top-Haus wie das Residenztheater Burg in Wien und so weiter, oder jetzt dein BE, wenn man da dann was inszeniert hat, sitzt du dann bei der Premiere da und ist dir dann schon klar, ob sie Buh rufen oder nicht? Oder ist alles offen? Kann es auch sein, dass alle ausflippen? Ja, alles, und oder habt ihr beim Proben schon ein Gefühl dafür? Also ich sag mal so, das Schlimmste für mich in meinem ganzen Leben, weil auch meine Mutter dabei war, die Kostüme gemacht hatte, war die Fledermaus in München. Die Operette, wir kennen sie alle. Ja, die am Bayerischen Staatsschauspiel. Das war schon ganz weit oben. Das war schon Weltscheitern, also auf ganz, ganz hoher Ebene. Und wenn man da rausgeht, man denkt eigentlich, man hat alles richtig gemacht und die Menschen hatten Spaß und so weiter. Wobei auch schon während der Vorstellung sich abzeichnete, dass dem nicht so ist, weil es auch Schlägereien gab und Unterbrechungen und so. Schlägereien, in denen mein Vater und als auch meine Schwester drin verwickelt waren. und so weiter, weil auch Mooshammer damals 3 Reihen Klaköre reingesetzt hatte, weil es sich rumgesprochen hatte, dass wir dort einen Sänger in Mooshammer-Maske auftreten lassen. Weil so ein bisschen klamaukig war es wahrscheinlich, oder was? Total. Aber das bietet sich ja bei der Operette an. Und jedenfalls, da bin ich raus und es sind ja 2000 Leute, passen da glaube ich rein. Es war wirklich 2000 Menschen haben aus einer Kehle Bu gerufen. Das ist wie, als ob da hinten ein Exhauster steht, ja, und dich gegen die Brandmauer hinten wirft. Und das kann ja noch okay sein. Ja, aber dann am nächsten Morgen, wenn du dann die Maximilianstraße lang gehst und du hörst, wie jemand sagt, da läuft das Schwein. Und wenn du dann denkst, okay, gut, dann aber dich in ein Café setzt mit all den Zeitungen, die so erscheinen und auch da ist nicht ein einziges gutes Wort, nicht einmal in den Blättern, die umsonst ausliegen, dann ist das eine harte Prüfung
an das Selbstbewusstsein. Aber man übersteht es. Ja? Warum? Weil? Ich hätte es nicht überstanden. Nein? Nee, ich glaube nicht. Hat man denn nicht so ein Regulativ schon während der Proben, dass mal einer reinkommt und sagt, du, ich verstehe, was du willst, aber sie werden dir das um die Ohren hauen? Nein, das war bis zur Generalprobe, da saßen ja auch Kollegen drin und so weiter. Und der Intendant, damals der Peter Jonas, ja, jederzeit machst du wieder was bei uns. Er hat sich dann zwar nie wieder gemeldet, aber immerhin, zur Generalprobe war die Welt wirklich noch, war die in Ordnung. Und ich bin auch pfeifend, hab mich gefreut und so weiter. Und ich sitze oben mit meiner Mutter unterm Dach vor so einem kleinen Monitor, so einem Schwarz-Weiß-Ding, weil ich sowieso nie im Zuschauerraum sitzen kann. Und wir gucken und denkt, warum bewegen sich denn die Leute da auf der Bühne nicht? Da sagt sie, ja, vielleicht ist das mit dem Fernseher kaputt oder irgendwie so. Und da, ich gehe mal gucken und dann habe ich schon gehört, was ist, durch diese schalldichten Türen so. Und nein. Mach die Tür auf und sehe, dass da Leute in Frack und rosa Schleife am Gang sich da in die Fressen hauen. Ja, wirklich. Während vollkommen hilflose Sänger auf der Bühne stehen, auf die Dirigentin gucken und fragen, weißt du, und so eine arme Oper, so eine Soubrette auch, diese große, die eigentlich so eine Karriere-Arie ist. Also, danach, also das heißt, die Musik kam nicht mehr gegen das Bu und gegen diesen nichts. Tumult an. Deswegen haben die aufgehört, oder ja, was, die Dirigentin? Ja, und ich hatte einen... Ich hatte einen Frosch, also so heißt die Figur im letzten Akt, Gefängniswärter, der immer von einer berühmten Persönlichkeit gespielt wird, war mal ein Kumpel von mir, ein sehr guter Schauspieler, Thorsten Ranft, jetzt Star in Dresden. Der spielte den und hatte eine Szene, wo er immer besoffen durch eine Schwingtür geht und es nicht schafft. Ja, sie immer gegen den Kopf und da rief einer unten, renn doch noch 10-mal. Und dann sagte der, kann ich machen. Und rannte noch 20. Du hattest ja Krisen auch, weil du sehr, sehr viel immer inszeniert, dann Filme gemacht und. Du hast Sonnenallee gemacht, NVA den Film gemacht, was war noch großer Erfolg? Herr Lehmann natürlich hast du noch gemacht. Ja, das waren so die... Ich hatte ja auch ein Theater geleitet und hatte im Laufe dieses doch recht, dann in dem Fall damals noch kurzen Lebens, glaube 100 Inszenierungen gemacht und war einfach... Nein, du musst ja bei so einer Inszenierung... Ja auch gar nicht mehr, ich habe die Stücke gar nicht mehr gelesen. Guten Morgen. Naja, Ina, das machen ja viele Regisseure auch heute noch. So ist das nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann geh mal ins Theater. Hä, das geht doch nicht. Was soll denn dann passieren? Achso, du hast die Regieassistenz und dann nimmst du dir jemanden, der noch so total ehrgeizig ist und zum ersten Mal macht... Du hast ja Leseproben auch, ne? Mit den Schauspielern, dann kannst du das ja mal vorlesen lassen. Ach, das stimmt natürlich. Ja, so, und während der Leseposen machst du so ein paar Ideen aufzeigen. Ich weiß aber, was ich finde übrigens, das ist in der... Warum stellst du mir nicht mal eine Frage zu meinem Körper? Weil wir haben heute extra gedacht, wir holen The Body and The Brain. Ja, ja. Wir haben gedacht, The Body and The Brain und Leander Hausmann. Du musst ja Herrn sowieso das T-Shirt zerreißen. Ja, aber das würde die Gelegenheit. Ich bin nämlich tätowiert. Oh. Ach wo? Ich hab das unterm T-Shirt gesehen, da. Und was ist das? Mach ich noch. Ja. Oh. Kann man noch ein Bier haben? Es geht nicht schnell genug. Du giltst ja als deine Frau zum Beispiel, mit der du verheiratet bist. Deswegen ist ja ich bin nicht verheiratet. Also deine Frau, mit der du nicht verheiratet bist. Die sagt zum Beispiel, ich gehe nur Projekte an, die 100%ig erfolgreich sind. Der war gut, Jung. Oh. Nein, na, nur mal ganz ruhig da hinten, ja? Weil meine Frau, ich sage mittlerweile Frau, weil es albern ist, in meinem Alter Freundin zu sagen, mit der ich schon 17 Jahre zusammen bin. Wir lieben uns, ja, wir können uns aber nicht leiden. Das ist ein gewisses Problem. Und ich meinte natürlich auch... Ihr seid seit 17 Jahren verheiratet, aber ich meinte natürlich auch dieser Heiratsantrag, ja. Das wird natürlich immer, umso mehr, also umso weiter das voranschreitet, umso schwieriger wird es, ja. Also das anzubringen, also ohne, dass sie lacht. Aber deine erste Frau und deine jetzige Frau, mit der du nicht verheiratet bist, sind beide Schauspieler.
Schauspielerin. Nein. Stehst du immer auf Schauspielerinnen? Nein. Also die, meine erste Frau war keine Schauspielerin. Die war Sekretärin. Ach so, ich dachte, die wäre auch Schauspielerin. Ich stand mit meiner Frau auf der Bühne, stand irgendwo. So was schreiben die dann und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Als die Mauer fiel, war das toll? Ich stand allein auf der Bühne. Ich hatte einen Monolog und spielte in einem Stück, das heißt Ich Feuerbach. Und da war ich ganz allein, weil alle wollten ja entwesten. Deswegen haben sie dann das Stück angesetzt. Und ich war der Arsch, der da gespielt hat, dann allein. Vor leerem Zuschauerraum natürlich. Die Mauer ist gefallen. Nee, das stand ein Radio auf der Bühne. Das hatte ich dann schon so gemacht. So. Und dann, die im Zuschauerraum saßen, waren auch die Ignoranten. Na, wir gehen nicht. Na. Soll doch die Mauer fallen, das war ja. Hier ist auch schön. Ja, hier ist auch schön. Ich soll da rüberrennen, ich gehe nicht mit. Ich habe noch hier den Führerschein. Sagt man ja du nicht. Bei uns durfte man nicht Führerschein sagen. Wegen Führer? Man musste Fahrerlaubnis sagen. Du hast wegen, ja keine, wegen Führer. Du hast 40 Fahrstunden gehabt. Aber und dann konntest du den wahrscheinlich wieder mal rechts und links nicht merken. Nein, also ich kann gut Auto fahren. Aber ja, du hast doch keinen. Weil ich es nicht bis zur Prüfung geschafft habe. Wirklich, es ist wirklich wie verhext. Es ist ein Drama. Du bist eine kleine Schlampe so mit all so Sachen und hektisch und schlampig und so. Also klein, kannst du weglassen? Chaotisch. Ja. Chaotisch? Ja. Aber ich bilde mir nichts darauf ein. Das nee, möchte ich jetzt mal sagen. Aber es ist einfach so, es ne? Ist so, nee, es ist nicht, ich bilde mir nichts darauf ein, dass ich, hoch, ich kann keinen Hammer in die Wand schlagen oder so. Nein. Überhaupt nicht. Ich wäre das gerne, wirklich. Und, ich, und sagt, ist dann, aber ich kann einen Hammer in die Wand aber schlagen. Aber leidet deine Frau denn nicht darunter, unter diesen, so einem Chaos? Ja, natürlich, das ist doch einer der Grundkonflikte. Das ist doch einer der Grundkonflikte. Nervt mich! Hat auch der Paartherapeut gesagt. So, aber der hat doch auch gesagt, du hast dich entlassen und der, du hast gesagt, weil du nicht therapierbar bist. Schuppen? Nee. Auch? Auch Probleme damit auch. Aber ist das so? Du hast dich doch mal irgendwo eingewiesen, als du überarbeitet warst? Hast nee, Therapie nee ich wurde eingewiesen. Das ist ein Unterschied. Nee, echt wurde es? Nein, es war so, es war wirklich so, ich konnte nicht mehr aufstehen. Das war, ich war sehr erstaunt. Also nicht mehr aufstehen, weil ist ich eine Depression ja dann. Ja, genau. Ich bin ja eigentlich jemand, der das, der darüber lacht. Eher Burnout, war natürlich Burnout-Verdacht und so. Und dann war ich also eine Woche da in dieser Klinik und dann habe ich, bin ich sehr viel, das war so eine Klinik, die war im Wald, da gab es auch keinen Wegweiser hin und so, sehr, sehr mysteriös. Und es war auch eine Suchtklinik natürlich, weil Burnout immer mit Sucht irgendwie zu tun hat. Echt? Und da waren ganz viele Leute, so eben auch, und die Liebsten waren mir halt die Borderliner. Mit denen habe ich mich am besten verstanden. Nicht die Collies, sondern gedacht, die... Nein, da habe ich gedacht, vielleicht bin ich ja ein Borderliner. Also die waren mir sehr nah. Und einer dieser Borderliner hat dann irgendwie nach einer Woche zu mir gesagt, weil ich auch mich auch geweigert habe, an einem teilzunehmen. Also einer hat mir gesagt, du musst doch Gruppentherapie und so weiter. Er hat gesagt, nee, Gruppentherapie mache ich nicht. Das mache ich seit 20 Jahren. Wir nennen das Theaterprobe. Und so, und dann, aber dieser Borderliner hat zu mir gesagt, Leander, du brauchst Urlaub, du hörst hier nicht hin. Hat er mir quer durch den Speisesaal gerufen und dann habe ich mich entlassen lassen. Und dann hast du Urlaub gemacht? Ich habe dann auf jeden Fall angefangen, ein bisschen mehr auf mich zu achten. Das tue ich auch immer noch. Obwohl ich manchmal schon wieder so fahrlässig werde, ja. So wie heute Abend? Ein bisschen. Du bist unsympathisch, arrogant, du bist zu direkt, du bist zu laut und du beleidigst auf Partys Menschen im Vorbeigehen. Why is it so? Hast du, glaube ich, über dir selber, über dich selber über geschrieben? Dir, über mir selber hast du selber gesagt? Ich krieg nur einen. Also, arrogant? Weil du wahrscheinlich manchmal so Sachen raushaust, wie hier zwei, drei Mal heute Abend, wo das Publikum gebuht hat. Ja, aber deswegen heißt mein Buch ja auch Buh. Weil du es raus hast. Weil du zu direkt aber bist. Das war auch so ein typisches so Beispiel. Direkt? Erstens haben sie nicht zwei, dreimal gebuht, sondern sie haben einmal gebuht. Und das war bei dieser Frauensache gewesen. Das weiß ich schon noch sehr gut. Aber dieses Buh, wie so oft ein Buh, beruhte auf einem Missverständnis. Das möchte ich jetzt hier gerne noch mal ausräumen. Ich gehe nur Projekte an, die hundertprozentig erfolgreich sind, damit meint, oder von denen ich mir vorstellen könnte, dass sie hundertprozentig erfolgreich sind, damit meinte ich einen Heiratsantrag. Ja, solange ich mir nicht sicher bin, dass sie ja sagt, frage also, ich sie nicht. Du hast Angst, dass sie so. Nein sagt. Ja, es gibt auch bestimmte Leute, die ruft man nicht an und lädt sie nicht auf eine Party ein, weil man dieses ewige, ja, nein, kann ich, irgendwie nicht erträgt.
So, und davor habe ich Angst, dass ich sage, nee, Leander, also da musst du jetzt schon noch mal ein bisschen, also da gucken wir noch mal ein Jahr, also ob du dich da besser hast und so weiter. Das kann ich nicht ertragen und deswegen frage ich sie nicht. Ich habe das Buch ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich fand das so ein bisschen, ich fand es irgendwie ein bisschen fies. Ja, aber es passt ja denn. Ja, muss ich auch so sagen. Ne? Also, wenn du zum Beispiel, du kochst ja gerne, ne? Wenn du dann Leute einlädst zu dir ich nach Hause. Ich koche gerne, darf aber nicht mehr kochen. Warum nicht? Weil ich nicht, also, weil es meiner Frau nicht schmeckt. Und meiner Tochter und meinen, also ganz einfach. Ja, und weil ich las. Es ist nur nicht so, es ist nicht auch so, dass es schmeckt. Nicht nur nicht, sondern es sieht auch danach aus wie ein Schlachtfeld. Das heißt also, es sieht aus wie ein Schlachtfeld und schmeckt auch nicht. Das ist wie die Fledermaus-Inszenierung, weißt du? Die Zuschauer fanden sie scheiße und die Kritiker auch. Was soll man denn da noch sagen? Also, da steht man doch ganz allein auf dieser Welt. Ja? Aber ich habe sogar Meinung, gelesen, mit seiner hohen gerne, Meinung über und sich. Du wärst so der Spezialist für Hühnchen und nee, so. Also was ich ganz gut kann, ist eine Gans. Du bist badesüchtig. Warum gleich wieder süchtig? Stand, also, badesüchtig ich bade gerne. Ach so, was heißt das? Ich bade nämlich jeden Tag, weil ich ja, bin ich süchtig. Also es ist so, aber schrumpelt so, ne? Das mein größter Wunsch in meinem Leben, und ich finde, es ist ein relativ kleiner Wunsch, war immer eine Badewanne zu haben. Ich hatte ja bis 30 keine, sondern nur irgendwelche Duschen, die in irgendwelchen Zimmern so provisorisch reingebaut worden sind, neben dem, dass man auch kein Telefon hatte. Und deswegen haben wir früher immer heimlich bei anderen Leuten gebadet. Ich erinnere mich an eine Situation, da waren wir noch Studenten und eingeladen bei einer berühmten Schauspielerin, ich kann das sagen, Gudrun Ritter hieß die. Und dann saß und habe ich gesagt, ich bin auf die Toilette gegangen und dann sah ich dieses Prachtstück von Badewanne und habe mich dann da vollkommen selbstvergessen in diese Badewanne gelegt, abgeschlossen natürlich, und da gebadet. Und als ich dann rauskam, roch ich wie die Gastgeberin. Können wir doch jetzt vielleicht Musik machen. Ja, gerne. Oh, aber nur, wenn ich die Töne treffe. Ja. Hast du denn dein kleines uncooles Instrument dabei? Was ein Futzenhobelboy? Ich muss ganz kurz dazu sagen, das Lied heißt Lied vom Hai, ist aus dem Film Hai Alarm am Mögelsee, der sehr, sehr toll ist, eine Kooperation zwischen Leander Hausmann und Sven Regener. Das Lied hat Sven Regener geschrieben und ich habe ihn gefragt, ob ich singen darf. Und du spielst jetzt die Mundharmonika und ich singe dieses Lied. Okay, ich bin gespannt. A. Ich bin auch gespannt. Du müsstest beides zum Mund führen. Ach toll. Gern grün. Haie
vom Mögelsee steh. Wenn ich im Hamburger Hafen steh, auf die Elbe seh. Hast du sehr schön gesungen. Es macht Spaß. Ganz toll. Ist Mundharmonika spielen, ne? Ist das nicht total schwer? Könnte ich das lernen? Sagen wir mal so, dass dieses Instrument ist, glaube ich, das meistgespielteste Instrument noch vor der Gitarre. Muss ich nicht selber. Es ist dann wahrscheinlich nicht so schwer. Es ist dir manchmal peinlich, weil du bist doch bestimmt Bob Dylan-Fan oder so. Ja, Epigone. Epigone? Na, also... fast schon sektentechnisch anhängerisch verbunden. Aha. Also, ich höre gar nichts anderes mehr. Nee, ehrlich jetzt? Oder Nee, wirklich nicht. Ich habe ihn mal getroffen. Aber ich habe ihn nicht angesprochen. Ich habe Dylan jetzt nur so gesagt, aber dass du jetzt wirklich so ein Fan bist, ja, hätte ich nicht gedacht. Ja, ich war in der Arena beim Konzert. Mit Sven Regner und seiner Frau Charlotte Goltermann und hatte einen Backstage-Pass bekommen von einem, der da, und bin also dahinter gerannt und da saß er an seinem Schminktisch und starrte vor sich hin. Wie so eine alte Frau saß er da. Am Ende des Tages? Ja, ist es einfach nur ein Mensch und deswegen wollte ich ihn auch nicht treffen. Aus Angst, dass es sich tatsächlich als ein solches desillusionorisches Erlebnis, Du sind ja lauter Linguisten hier unter uns. Gut, wir wissen aber, was ich meine. Dafür lieben sie dich natürlich. Hey, hooray! 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 Alle in the morning! Wenn du Leander so mitkriegst, hast du denn Angst vorm Älterwerden? Machen. Ja. Habt ihr schon was geschrieben? Ja. Wo steht's denn? Welche Schauspielerin hättest du gerne mal auf deiner Besetzer-Couch? Besetzer-Couch? Besetzungs-Couch. Besatzungs-Couch. Besetzer-Couch. Also ich versuche mal eine ernsthafte Antwort auf diese Frage zu geben. Ja. Die Besetzungs-Couch ist eine Legende. Weil ein Regisseur natürlich niemals, also nur mit einer Frau schlafen sollte, mit der er arbeitet. Und schon gar nicht vorher. Danach ist es okay, aber vorher nicht. Aber was ist deine Frau nochmal vom Beruf? Schauspielerin. Aha. Und ihr habt euch zufällig in der S-Bahn irgendwo getroffen, oder? Ich möchte diese Sachen nicht weiter vertiefen, ist das in Ordnung? Aber sag mal, ihr habt euch doch auf der Bühne oder so kennengelernt, bei der gemeinsamen Arbeit. Es war immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich keine Schauspielerin als Frau haben. Aber sie fand dich ja gar nicht so toll am Anfang. Mir wäre es lieber, sie wäre Herzchirurgin. Ja, aber nur ist sie Schauspielerin und da auch noch eine sehr, sehr gute. Aber seine Frau ist zum Beispiel... Frau ist auch Diskuswerferin. Ja, eben. Es ist doch gefickt, wird im Job, oder nicht? Ja, aber haben sich in der Diskus kennengelernt. Die, meine Erziehung an die NVA-Zeit, die Leander, beste heute. Ja, du hast doch gute Augen, du junger Kerl. Was ist die beste Erinnerung an die NVA-Zeit? Da gibt es eigentlich keine, außer ein Mädchen namens Mercedes. Gut. Hey, was hat die denn da gemacht? Ich war nämlich, und jetzt kommt's, bei der Marine. Ach so. Aber auch nur eben an und Land. Mercedes war Küchenbulle. Weißt du, aber das, pass auf, das war wirklich toll. Meine größte Angst, wir sind ja da, mussten ja da alle hin, es gab ja keinen Weg drumherum. Und meine größte Angst war, dass ich diese Uniform anhaben musste. So eitel war man ja dann doch. Und da war mein großes Glück, dass ich zur Volksmarine kam und wir diese Matrosenuniform ankriegten, die ja wirklich aussieht wie jede andere Matrosenuniform auf der ganzen Welt. Du hättest egal von wo. Und wirklich, man sah wirklich gut aus. La Paloma. Ein NVA-Soldat, der gut aussieht, kannst du dir das vorstellen? Also eben bei der Volksmarine, das war okay. Würdest du eigentlich auch gerne mal auf der Straße erkannt werden?
Du hast 3 Werbungen zur gleichen Zeit gemacht. Also ganz ehrlich, mir ist es eher angenehmer, nicht erkannt zu werden. Mir ist es ist immer ein peinlicher Moment, weil alle Beteiligten mit diesem Moment nichts anfangen können. Bei Kaisers an der Kasse sagt die Frau zu mir, hallo Herr Hausmann, Sie waren doch heute in Potsdam. Ich sage, woher wissen Sie das? Sagt sie, von Ihrer Kinderfrau. Oh, das ist natürlich... Was macht sie mit der Information? Ist doch die Frage. Man weiß was. Leander, bist du Borderliner? Ich finde, dass der Robert bessere Fragen hatte. Ehrlich? Ich bin ein bisschen neidisch jetzt. Naja, der hat ich bin überhaupt ein neidischer Mensch. Warum bist du so neidisch? Das ist nicht gut fürs Karma. Ja, ja. Nicht neiden. Ich nehme es wieder zurück. Geld sparen und nicht neiden. Wollen wir Musik hören? Ja. Willst du auch Musik hören? Ja, gerne. Willst du auch Musik hören? Sehr gerne. Ich habe eine Band eingeladen, da kannte ich erst den Titel und dann erst die Band. Der Titel heißt Bauernmädel und auf besonderem Wunsch von mir habe ich mir den gewünscht. Und habe dann gedacht, welche Band ist denn das? Und sie haben einen wahnsinnig komplizierten Namen, aber ich kann ihn auswendig. Shenanigans heißen sie. Und hier sind sie. Begrüß mit mir Shenanigans! Das Bauernmädel! Auf dem Feld oder im Hühnerstall. Sie melkt so 20 Kühe.